Herzlich willkommen beim dritten Teil der E3 Xbox Konferenz 2019. Den Anfang macht The Legend of Wright. Es ist ein Action-Rollenspiel, das offenbar auf den Seiten eines Schülers spielt, der gerne zeichnet. Dazu ein bisschen Papierhandarbeit, ein schön anfassbarer Look und viel unverbrauchter jugendlicher Charme. In der Entwicklung des japanischen Indie-Studios Deskworks ist The Legend of Wright mit Kritzeleien eingefüllt, die lebendig zu werden scheinen und sich in Gegenstände und Charaktere im Spiel verwandeln. Sein Kunstdesign scheint von Hand aus echtem Papier gefertigt und zu einer wirklich beeindruckenden Welt zusammengeklebt oder verklebt zu sein. Ob es was taugt, werden wir sehen. Das Spiel soll 2020 erscheinen. Ihr wollt wissen, welche Games im Xbox Game Pass enthalten sind und welche folgen werden? Hier ein kleiner Schnelldurchlauf. Nein, wir gehen nicht auf jedes einzeln ein. Wobei der Totally Accurate Battle Simulator schon ziemlich interessant aussieht, oder? Egal. Die Highlights für den Xbox Game Pass für den PC sind Batman Arkham Knight, Metro Exodus, Hollow Knights, Borderlands Enhanced Edition als perfekte Vorbereitung für Borderlands 3. Und ach ja, es gibt noch ein paar weitere Games. Schauen wir uns die ganzen im Schnelldurchlauf an. Whenever you're ready. Der Football Manager 2019. Wer wollte ihn nicht haben? Dafür zum ersten Mal Halo auf dem PC. Eine weitere Weltpremiere und absolutes grafisches Highlight war die Ankündigung des neuen Microsoft Flight Simulators. Unterstützt von echten Satellitendaten und der Azure AI könnt ihr auf eurem neuen High-End-PC den Flugsimulator in bester Qualität genießen. Das, was gezeigt wurde, sah schon unfassbar gut aus und es sieht aus, als gäbe es auch einen Multiplayer. Die Flugsimulation soll 2020 erscheinen. Man wird detaillierte Leichtflugzeuge bis hin zu Großraumjets fliegen können. Man soll überall auf der Erde hinfliegen können, heißt inklusive Tag- und Nachtwechsel sowie realistischen Wetterbedingungen.
Do you remember a time? Age of Empires 2 Definitive Edition in 4K, Fully Remastered Audio und eine neue Kampagne. Release ist Ende 2019 auf dem PC und ihr könnt euch für die Beta unter ageofempires.com anmelden. Razors? I see you at a donkey's age. Welcome to beautiful Colorado. Im Rollenspiel Wasteland 3 spielen wir eine Gruppe Überlebender der Einheit November und kämpfen uns in taktischen Rundenschlachten durch ein postapokalyptisches Ödland. Das Setting basiert diesmal auf dem US-Bundesstaat Colorado, wo ihr eure Ranger-Basis ausbaut und dank eines überarbeiteten Dialogsystems mit allerlei NPCs ins Gespräch kommt. Erstmals enthält die Wasteland-Serie von InXile-Chef Brian Fargo auch einen Koop-Modus. Dabei können zwei Spieler die Kontrolle über eine Gruppe haben und sich dabei gegenseitig bei Missionen unterstützen. Der Fokus von Wasteland 3 liegt jedoch auf dem Einzelspieler-Modus. Wasteland 3 wird über die Crowdfunding-Seite FIG finanziert und basiert auf dem 1988 von Interplay entwickelten Wasteland. In Wasteland 3 benutzt ihr auch Fahrzeuge und müsst mit den harschen Wettereinflüssen eines ewigen Winters nach der Nuklearkatastrophe zurechtkommen. Release ist für das Frühjahr 2020 angepeilt. Double Fine Productions schließen sich den Xbox Game Studios an. Hello! Thank you! Thank you so much, and thank you, Matt. We are so excited to be joining Xbox Game Studios, and I'm here to personally reassure you, Matt, I don't know what you've heard, but I'm a team player. Whatever you need from Double Fine, we'll make for you. Halo stuff, Forza stuff, Excel stuff, whatever you want, we are there. Yeah. Tim, we just want you to make great games. Oh, that's such a relief, because I was totally lying. In that case, we brought a brand new trailer for Psychonauts 2. Take a look if you dare. Über 10 Jahre sind nach dem ersten Teil vom Psychonauts vergangen. Und Tim Schäfer und sein Entwicklerstudio Double Fine haben nun einen weiteren Trailer zu Psychonauts 2 veröffentlicht. Einmal mehr dreht sich die Story um Raz, der nun ein ausgelernter, aber auch desillusionierter Psychonaut ist. Der Spieler muss diesmal herausfinden, was es mit dem Fluch auf sich hat, der seit Generationen auf der Familie von Raz liegt und was dieser mit der fragwürdigen Vergangenheit der Psychonauts-Organisation zu tun hat. Auch die aus dem ersten Teil bekannten Charaktere Sascha und Miller sind wieder mit dabei. Zum ersten Mal wurden nun auch Gameplay-Szenen gezeigt und als Release-Datum wird das Jahr 2020 in Aussicht gestellt. Das war der dritte Teil der Xbox-Pressekonferenz auf der E3 2019. Im vierten Teil gibt es eine kleine Überraschung zu Star Wars. Also klickt auf das nächste Video. Viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, drückt den Like-Button.